Tagebuch des Robert Scott in der Nähe des Südpols. Das Wetter macht uns mehr zu schaffen, als wir denken. Die Crew ist unruhig. Sie leidet. Sie begreift die Schönheit der Expedition nicht. Robert, schmeckt's? Ich geh mal in die frische Luft. Aber du hast ihn noch gar nicht richtig begrüßt, Robert Scott. Hör auf, Lydia. Los, komm. Lieber Robert, darf ich dir vorstellen, das ist der neue Typ von Silvana, Mathieu. Und er würde gerne an einer deiner Expeditionen teilnehmen. Du musst jetzt Hallo sagen. Hör auf, Lydia. Los, hallo, ist doch nicht so schwer. Hallo. Wo willst du denn hin, Hase? Das ist nicht Weihnachten, das ist krank, Mann. Ach, Hase. Jetzt gib mir die Jacke. Wo willst du denn hin? Gib mir die Jacke. Was? Gib mir die Jacke. Mach dir nichts draus. Der ist eh nicht der Richtige, wenn er Robert... Carlo. Er heißt Robert und forscht in der Arktis. Das weißt du genau. Nein, er heißt Carlo und sitzt im Schrank. Robert. Man muss ihn Robert nennen. Das ist mir egal. Es ist das allerletzte Mal, dass Weihnachten so abläuft. Und? Wo ist Björn? Mario. Hast du nicht gesagt, der heißt Björn? Ja, aber jetzt heißt er Mario. Ja, und wollte Mario nicht mitkommen? Nein, er muss arbeiten. Hallo, Lydia. Was, an Weihnachten? Ja. Halt sich ein in deiner scheiß Eiswüste. Also ich fange lieber gleich damit an. Mein ganzes Reden und alle Versuche, euch zu überzeugen, letztes Jahr hat ja nichts genutzt. Aber irgendwer muss die Dinge ja in die Hand nehmen. Ein Pflegeheim. Der zweite ist ein Behindertenwohnheim für Carlo. Du bist ja so eine Arschkrampe. Und der dritte ist für ein Internat. Kann ja schließlich schlecht hier alleine bleiben, die Lydia. Ja, ja, Verantwortung übernehmen macht Menschen unbeliebt. Das ist vielleicht das große Problem in diesem Land, aber das ist dir ja egal. Du bist eine Nymphomanin und eine Faschistin noch dazu. Ja, und du bist minderjährig. Du kannst nicht einfach Entscheidungen fällen, ohne Papa und Robert zu fragen. Habt ihr was gegen's Heim? Die haben nichts dagegen. Tanja, eine Meinung auf Lager? Ich weiß auch nicht. Mama, Papa, Robert und ich kommen hier super zurecht. Hier braucht ich keinen Mensch. Mama.
Irgendwann muss Schluss sein. Du machst jetzt die Tür auf! Lass ihn! Mir reicht's! Seit 15 Jahren hockst du in diesem Schrank und schleichst dich nur nachts zum Pissen ins Bad. Du hast da drin wahrscheinlich schon alles vollgekackt. Mach die Tür auf! Mach die Scheißtür auf! Wie früher. Über kurz oder lang hast du immer geflennt. Hör dich nicht so auf. Manchmal bekommt man nicht das, was man will. Ich werde ein Gutachten machen lassen. Ihr seid nicht zur Vernunft zu bringen. Ich werde euer Vormund, da muss ich niemanden mehr fragen. Ja. Carlo hat es letztes Jahr Weihnachten so mitgenommen, dass du und dein Freund an Heiligabend gegangen seid. Er hat eine kleine Überraschung vorbereitet. Überraschung? Kommt. Du zuerst. Ich gehe da nicht rein. Los nun, mach halt. Mama? Hallo? Wo bleibt ihr? Robert hat das Weihnachtsessen vorbereitet. Seid doch nicht immer so verbiestert. Die Schönheit der Expedition ist nicht zu vergleichen mit dem Moment, wenn die Crew zusammensitzt und gemeinsam isst. Vielleicht sind wir deswegen im ewigen Eis unterwegs.